Ich brauche ein hochrangiges Ziel. Irgendwas, das mich fordert. Du willst eine Herausforderung? Das Ziel gehört mir. Na denn. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge BO3. In der letzten Folge ja versucht, mich mit Lila anzufreunden. Im Thermalvisier da ein anderes Fadenkreuz zu nehmen. Und mich wieder für das LV-Visier entschieden. Oh. Und dann erstmal schön hier an irgendwas festblockieren. Oh. Ne? Da. Scharfschütze. Ne, Globum. Das LV-Visier hat zwar auch seine Nachteile, aber halt auch Vorteile. Der Kontrast fehlt mir halt manchmal nur, wie gesagt, extrem. Immer diesen, oh. Scheiße. Ein, zwei denn auch noch. No way. Oh. Flammeneinheit erledigt. Ja, umso größer die Distanz wird halt, ne? Umso. Oh, was ist ein Kumpel? Umso schwieriger wird's dafür aber wieder mit dem LV-Visier, finde ich. Da gibt es Visiere, mit denen es dann wieder leichter wird. Lol. Der ist mir schon wieder viel zu stark. Der cheatet doch schon wieder. Ach, wieso komme ich eigentlich immer in so eine starken Lobbys rein? Verstehe ich immer nicht. Ich meine, ich mache es mir ja nun schon ohnehin extrem schwer und spiele Waffen, die ich überhaupt nicht spielen kann. Feind ausgeschaltet. Aber ich mag halt auch Herausforderungen. Ne? Wieso ist die Kugel gerade bitte durch ihn durchgegangen? Das muss ich jetzt auch nicht verstehen, oder? Leckt das hier so ein bisschen, oder was? Möglich. Oh. Ah, diese Flashbangs. Die Dinger nicht. Oh. Und dann nur noch diese Kackdinger. Achtung, feindliche Kontrolle. Ich verwende die jetzt auch nicht mehr irgendwie. Das, also wenn dann nur ganz selten. Denn ich hasse die spezielle Sniper nur wieder. Unendlich. Sozusagen. Also ich hab's ja noch nie gemocht, aber so langsam fange ich wieder an, die Dinger zu hassen. Die Frage ist hier noch irgendwo einer? Ne? Spawnen wir auch hier, aber hier hinten war noch irgendwo einer. Oder auch nicht? Infanterie ausgeschaltet. Na, hat er mal gesprungen? Ist ja was. Bereit für Wirkungsfeuer. Oh, der war nice. Natürlich auch viel, viel Glück dabei gewesen. Ah, Glück ist eine feine Sache, ne? Sind wir jetzt zu dritt drin oder was? Ja, verbündete Drohne nähert sich. Lol. Kommt denn der auf jeden Fall her? Ah, das ist ein Blick. Nein. Immer so ein bisschen auf das Tanz bleiben eigentlich. Wahnsinn, oder? Wie einfach das bei manchen aussieht. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ah, wieder gegen Zwier. Den haben wir. Neutralisiert. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Radar. Ah, kommst du von da? Ja, von da. Den haben wir auch. Sehr schön. Oh. Boah, der ist halt einfach zu gut.
Geht auch nicht. Der ist einfach zu gut für mich. Ja, der kommt hier nicht nochmal. Oh. Dann sind das hier definitiv keine Lobby, wo ich mal so andersweise an so gut als ich rankäme, ne? Aber ein oder zwei Weitabschüsse immerhin. Wie gesagt, die kommen ja eh von alleine. Da muss man nicht speziell drauf spielen. Oh. Und ist wieder weg. Der war schön. Oh. Schnell weg hier. Nicht, wenn der mich jetzt challenge auf den 2-3 Meter Entfernung. Treffe ich denn nicht. Oh. Lol, aber bitte. Sauberer Treffer. Drohne nähert sich. Ach, diese Scheißdinger, ey. Ah, echt ganz gut, dass es die nicht mehr gibt. In einem Call of Duty Teil. Oh. Scheiße. Noch eine Grenade. Ah, schöner Hit. Schönes Ding. Nee, warte. So nicht. Nochmal hier rüber. Ey, wenn du dann daneben schießt und mit der ersten Kugel, dann ist vorbei. Eine zweite Chance kriegst du fast nie. Ich bin ja nicht aus so einer Distanz. Ihr entdeckt das Abkommen. Oh. Kämpft härter. Feindliche Drohne. Wieder gelaufen? Ja. Bedrohung neutralisiert. Oh, warum kommt denn da gleich wieder C an die Rand? Alter Schwede, eh, der hat ja schon erreicht, um mich zu killen. Findest du auf Nummer sicher, ja, wahrscheinlich. Feindliche Hellstorm bei uns. Jo, Hellstorm, danke. Hier hab ich mal nicht getroffen. Die Mission war ein Reinfall. Geht mir aus den Augen. Oh ja, 13-13 war, ist doch vollkommen okay. Aber tatsächlich ist es so, dass mir das Vorvisier doch mehr gefällt. Denn irgendwie hat das dann doch mehr Vorteil als Nachteile hat. Da muss man sich halt nur noch mehr gewöhnen und dann werden die Nachteile wahrscheinlich auch ein bisschen leichter wieder wettgemacht sozusagen, weil dann irgendwann gewöhnt man sich auch an den Kontrast mit diesem kleinen orangenen Punkt. Ja, weg, wenn es mal dabei bleiben. So, hoffentlich hat es jetzt hier reicht für Level 34, das wäre toll. Aber ich denke eher nicht, wa? Mal gucke, mal gucke. Können wir jetzt wenigstens noch raussuchen, was wir jetzt noch für einen Aufsatz raufhauen. Die 50 Kills. Ach du Schande. Nee, das dauert noch 2-3 Runden. Aber ich sammle halt auch nicht viel EP als Sniper halt, ne? Aber pff. Muss ja auch nicht. Morgen fertig werden die ganze, ne? Muss ja auch nicht. Was nehmen wir hier? Nee, nicht schon wieder, bitte. Wäre jetzt dann quasi meine dritte Runde auf der Map. Auch wenn es ein bisschen anders aussieht mit der Farbe her. Nee, muss jetzt nicht unbedingt sein. Oh nö. Oh nö. Nun gut. Na ja, sehen, wo wir in der nächsten Folge drauf landen werden. In dem Sinne war, vielen Dank fürs Zuschauen. Und nein, ich mache keinen 1 vs. 1. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.